Ja, willkommen auf At Homes, Freunde. Wir haben hier kürzlich ein Haus präsentiert, das schon weg ist. Und jetzt präsentieren wir das zweite Haus. Ich muss sagen, das zweite Haus ist ein bisschen bessere Qualität. Und nochmal, Freunde, ich weiß nicht, was die Menschen animiert. Günstig und gut sollte es sein. Aber die Menschen analysieren den Markt nicht, den deutschsprachigen Markt in Alanya nicht. Und das ist, was ich mich immer wieder frage. Ich mache diese Arbeit, was ich mache, auch aus gewissen Konflikten, dass ihr nicht unnötig mehr zahlt, als die Immobilien kosten. Diese Immobilie hat man in diesen Plattformen um fast 30.000 Euro mehr angeboten, und wer noch dort sich das Haus besorgt, hat viel Geld und will Immobilienmarkt in der Türkei unterstützen. Ist auch legitim. Diese Sätze sind sehr, sehr wertvoll für euch. Und ich verstehe es nicht, dass man den Markt, nochmal, ich erwähne nochmal, nicht richtig analysiert. Wenn zwei Menschen Videos machen und wenn man ein paar Mal sieht, dass gleiche Immobilie bei jemandem teurer ist und trotzdem bei ihm kauft, können wir nicht retten. Hauptsache, ich habe reines Gewissen. Okay, wir haben hier einen riesen Pool. Das ist ein Gemeinschaftspool von mehreren Häusern. Und wir haben Oktober. Wir haben Oktoberpool ist an, das heißt, dass für diese Anlage gut gesorgt wird. Auch drumherum richtig picobello. Was sehr, sehr wichtig ist, Freunde, wenn mehrere Häuser einen Pool sich teilen, heißt nicht, dass es immer voll ist. Ich denke jetzt, gut, du hast ja gezeigt, kein Mensch ist da. Also dieser Pool in dem Fall würde euch gehören. Weil mehrere Häuser diesen Pool teilen, kommt eine kleine Nebenkosten zustande, und das ist zurzeit ca. 35 Euro. Dann habt ihr diesen Gartenanteil für euch, auch die Häuser drumherum schön saniert, aber diese Botanik in Alanya ist immer wieder faszinierend, wenn man für die Pflanzen sorgt, sich kümmert, wie die aufgehen. So wie die Pflanzen aufgehen, Freunde, hier bitte, so wie die Pflanzen aufgehen, Jenny, gehen die Menschen hier auch auf, ob alt, jung, klein, krank, vor allem die Kranken, die medikamentenabhängig sind, setzen auf einmal Medikamente ab. Natürlich sind es nicht chronische Krankheiten. Ich rede ein bisschen heute drumherum, wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben heute wieder gestartet, Videos aufzunehmen, weil wir vorproduziert haben, haben wir ein, zwei Wochen keine Videos aufgenommen. Dann habe ich dieses Bedürfnis, euch nochmal aktuellen Zustand zu zeigen. Von dieser Treppe gehen wir runter und dann laufen wir diesmal vor. Das Nebenhaus ist schon glücklichen Besitzern weitergebracht worden, was uns natürlich auch freut. Egal, wer was verkauft, wenn fair verkauft wird, fühlen wir uns auch gut. Auch hier zum Beispiel, beim Eingang ist das Haus ganz eine andere Qualität, wie das Haus daneben war. Auch hier schön Naturstein beklebt. Ich möchte nichts schön reden, ich möchte nur was gut reden. Also das sollte man nicht sehen. Komm rein bitte, Jenny. Wieder diese Rundbogen, was das Haus auszeichnet. Eine wunderbare Stuckarbeit, Freunde. Picobello gestrichen. Es ist nicht mal ein Fleck an den Wänden. Wir sind im Wohnbereich und hier haben wir Sitzgarnitur. 2x2er, wo man zu dritt sitzen kann, und ein einzelner Sessel. Und dann hat man hier Fernsehen, wenn man denn hier Fernsehen braucht. Wisst ihr, warum man nicht Fernsehen braucht? Schaut euch das an. Übrigens, Freunde, da wir schon draußen sind, Wind, merkt ihr ja, dieser Wind ist sehr, sehr wichtig im Sommer. Hier hat man eine schon ziemlich große Terrasse. Ich denke, 70% des Zeits
läuft hier ab. Hier hat man nochmal einen Wasserfall für sich gemacht. Das ist Plus für diese Anlage. Das hat nur der Herr hier. Finde ich auch total schön hier mit Muscheloptik gefliest. Also wer sich in Alanya, grandioser Ausblick, unter 200.000 Euro, wesentlich unter 200.000 Euro, eine Villa kaufen will, der soll hier zuschlagen. Zuschlagen ist wirklich ernst gemeint, weil wir, was wir heute reinsetzen, morgen schon nicht mehr haben. Okay, dann gehen wir vor, das ist Essbereich, mit 6 Stühlen bestückt. Seitlich ist wieder Fenster. Was mir hier auffällt, alle Seiten haben Fensterfronten. Dann hat man hier eine Küche. Die Küche ist richtig modern, brauchbar, also man braucht nichts hier daran ändern. Wie findest du? Schon stilvoll gemacht. Wir sind ja dabei, auch Küche zu kaufen. Auch diese Sachen haben hier ihren Preis. Denkt nicht, ich hau alles raus, das ist wirklich Geld. Und hier riesen Kühlschrank mit Wasserspender, also das kann man dann auch benutzen. Und hier haben wir wieder schöne Rundbogen. Das ist erster Stock, aber ein Raum haben wir noch und die ist total schön gestaltet. Erdgeschoss. Geh mal bitte rein. Auch Waschtisch total schön gemacht, findest du nicht? Mir gefällt ja am Boden diese Holzoptik fließen. Hat einen anderen Flair. Dann gehen wir hoch. Oh, ja. Das Haus ist mit Liebe gemacht, Freunde. Das Haus kann man gar nicht mit anderen vergleichen. Schaut euch mal diese Holzoptik. Ich liebe das. Das ist Leben. Und total stabil. Total stabil. Und nach wie vor, Freunde, wir sind, bevor wir diese Anlage aufgenommen haben, zu einer Wohnung gegangen. Ich bin wieder rückwärts rein. Vorwärts rein, rückwärts raus. Hast du recht. Jenny hat gemeint, das können wir mit unserem Gewissen nicht vereinbaren. Und ich musste ihr Recht geben, auch wenn mir schwer gefallen ist, habe ich ihr Recht gegeben. Wenn ich euch was verkaufe, nicht nur während ich verkaufe, sondern auch nachdem ich verkauft habe, will ich keinen Kopfschmerzen haben und ruhige Gewissen haben. Okay, hier haben wir nochmal ein Badezimmer. Oh mein Gott, hier kann man Fußball spielen wieder. Zwar doppelt Waschbecken, zeigt bitte alles richtig. Die Leute sollen das sehen. Fenster und elektrische Lüfter. Hier haben wir einmal Trockner, einmal Waschmaschine. Ihr werdet sagen, warum braucht man denn in der Türkei Trockner? Ich sage euch, Freunde, die Handtücher, wenn man mit Trockner trocknet, sollen kuscheliger sein. Und dieses Badezimmer ist interessanterweise mit 2 Türen zu erreichen. Einmal von Treppenhaus und einmal von diesem Master-Schlafzimmer. Jenny, schau mal bitte. Wir stehen ja auf Holz und das ist Schmuckstück. Das ist zeitlos, das lebt. Auch sonst die Einrichtung. Ich bin mir sicher, dass hier Europäer gelebt haben, weil uns Europäer so sehr gefällt. Ich mache erstmal die Tür auf, Jenny, und dann gehen wir nach hinten. Okay, da ist Treppenhaus. Also, dieses Schlafzimmer hat 3 Türen. Ich glaube, hier hat man 2 Zimmer zusammengetan, damit es so wird. Und Freunde, ein Stock höher. Total sauberer Boden. Und dieser Ausblick. Und das Haus besitzt natürlich eine schließbare Garage noch. Das heißt, ihr habt auch Platz für euren Automobil. Hier gehen wir rein. Jetzt weiß ich 100%. Das waren 2 Räume. Die haben einen Raum gemacht und Riesenbadezimmer drangehängt. Trotzdem haben wir im ersten Stock noch einen Raum. Ein Kinderzimmer hat man hier eingerichtet. Total süß. Sind 2 Einzelbetten, einfach mit Liebe gemacht. Die Klimaanlagen, total sauber. Böden, total sauber.
die Wände total sauber, diese Stuckarbeit mit zwei unterschiedlichen Farben, wunderschön gemacht. Okay, Jenny, letzter Stock. Das Haus ist 3 Zimmer. 2 Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer mit Küchenbereich. Okay, das müssen wir auch sagen. Also hier geht Farbe ab, aber das ist Arbeit von 150 Tele, also 15 Euro. Abmachen, neu streichen und das Leben genießen. Ich zeig mal bitte diese Bergkulisse noch dazu. Richtung Sonne. Wo ist denn die Sonne? Da, da hinten wohnen wir. Da. Da hinten wohnen wir, Freunde. Es ist eine schöne Location, was vieles verändert worden ist, aber im Positiven, dass man größere Zimmer hat, dass man die Wände total sauber hat, die Bäder komplett sauber. Manchmal sieht man Sachen, wo alles versifft ist und sich nicht vorstellen kann, sich zu duschen oder auch ins Bett zu legen. Hier ist der Fall nicht, deswegen haben wir auch diese Immobilie aufgenommen. Diese Immobilie, Freunde, kostet 189.000 Euro Verhandlungsbasis. Wenn ihr sagt, dieser Preis passt mir, ruft uns an und wir stellen die Verbindung zum Eigentümer. Mit Verhandeln dürft ihr jederzeit und Ed Homes hilft nicht nur, eine Immobilie zu besorgen, sondern in eine Immobilie sich wohlzufühlen. Ob das jetzt mit Stromummeldung, Wasserummeldung oder mit allem anderen. So, Freunde, ihr habt das Haus gesehen. Man sagt zu allem Villa hier, das Haus ist eben 3 Zimmer, ein Gemeinschaftspool, ein Gartenanteil, 2 Terrassen, 3 Terrassen sogar, 1 kann man als Balkon durchgehen lassen. Sehr, sehr sauber. Wer Interesse hat, einfach uns anrufen. Wir werden ja unsere Nummer dahin schreiben. Bis dann, Freunde.